schönen Waldorf Straberg. Zur Krönung und zu ihrer Krönung darf ich begrüßen das noch amtierende Königspaar Frank der Erste, Frank Neu, mit seiner Sylvia recht herzlich willkommen. Unser kommendes Königspaar, und sie strahlen seit gestern pausenlos. Ich darf recht herzlich zu ihrem Krönungsabend hier begrüßen Jörg Krebs mit seiner Vera. Recht herzlich willkommen. Ich darf unser Herr Pastor Johannes Kalarakal heute Abend hier begrüßen. Er wird gleich ein paar Worte an uns richten. Und natürlich unser lieben Freund und stellvertretenden Bürgermeister Hans Stroh. Recht herzlich willkommen. Ein herzliches Dankeschön heute Abend schon mal an das Damokor Victoria sowie an die Jägerkapelle Straberg. Die werden wir noch ein, zwei Mal heute Abend hören. Aber Dankeschön für das Aufspiel und schönen Dank für diese super Abschlussparade heute. Schützen, es war wieder ein Bild. Herrlich, besser geht es nicht. Und ich scheue eigentlich immer die Worte, diese Superlativen zu verwenden. Aber in diesem Jahr, muss ich sagen, haben wir nicht durch das Hochjohannes nur Kaiserwetter gehabt. Wir haben ein fantastisches Feuerwerk gehabt. Wir haben 4 Tage gute Stimmung hier im Hubertussaal gehabt. Und es war einfach nur für mich als Brudermeister zu sehen, wie viel Freude in euch Schützen und in unserer Schützenfamilie steckt. Das ist einfach auch für mich dann wunderbar, und dafür möchte ich heute Abend euch allen mal Danke sagen. Liebe Königspaare, liebe Schützenfamilie, lieber Hans Thum, stellvertretender Bürgermeister, liebe Gäste, ich begrüße euch und Sie alle ganz herzlich heute hier im Schützental. Liebe Schützenfamilie, 18 Jahre bin ich bei euch und feiere mit euch dieses wunderschöne Traditionsfest in Freude und Leid. Das heißt, ich bin volljährig bei euch. In der Kürze liegt die Würze. Deswegen rede ich ganz kurz. Ich möchte 3 Punkte machen. Einmal möchte ich mit euch Gott danken. Zweitens, ich möchte mit euch unsere lieben Verstorbenen danken. Drittens, ich möchte allen Strabergern, besonders unserem Schützen, Vorstand und Königspaare danken. Uli Baumer, unser Brudermeister, hat gerade erzählt, was für ein schönes Fest war dieses Jahr. Alles harmonisch, hat alles gestimmt, wunderbar. Und dafür haben wir Grund genug, Gott zu danken. Leider in der Kirche waren nicht alle, aber heute sind wir hier zusammen.
Und ich möchte mit euch heute Gott danken und jetzt schon mal hinweisen für nächstes Jahr, unser 150-jähriges Jubiläum. Da möchte ich mal gerne alle Schützenbrüder in unserer Pfarrkirche zu erscheinen. Ich denke, der Zugführer helfen mit. So, jetzt wollen wir gemeinsam, großer Gott, wir loben dich, singen. Jeder hier kennt dieses Lied. Und wir singen die erste und zweite Strophe. Diejenigen, die das nicht kennen, können ihre Smartphone öffnen. So, ich bitte euch, sie aufzuschreiben. Kapelle spielt vor und dann singen wir zwei Strophen. Stehen und denken an unsere lieben Verstorbenen, kurz gedenken, besonders die seit unserem letzten Schützenfest von uns gegangen sind. Es waren Hans Schnee und Willi Nowak. Er gebe allen Lebenden die Gnade und allen lieben Verstorbenen die ewige Ruhe. Und das ewige lass sie ruhen in Frieden. Amen. So bitte nehmen Sie Platz, noch zwei Sätze. Liebe Schützenfamilie, ich habe gesagt, ich habe drei Punkte. Der letzte Punkt möchte ich allen Verantwortlichen dieses Festes danken, ganz besonders dem Vorstand unserer Bruderschaft und lieber Frank, liebe Silvia, euer Königswehr
war cool. War wunderbar. Haben wir alle mitgefreut. Ich danke euch und danke für alles. Wir freuen uns, dass wir wieder einen neuen König und eine Königin haben. Euch, dem neuen Königspaar, Georg Gips und seine Königin Vera, wünschen wir alles Gute und Gottes Segen. Zum Schluss, liebe Schutz und Familie, liebe Strauberger, euch sage ich mal herzlichen Dank. Ich liebe euch. Lieber Johannes, schönen Dank für diese netten Worte und für diese nette Geste. Ich fand es richtig gut gelungen. So, und jetzt wird es ernst. Wir steigen in die Krönungsfeierlichkeiten ab. Und dazu darf ich jetzt nochmal um Ruhe bitten. Die Kapelle wird einen Choral spielen. Es wäre auch schön, wenn ihr euch nochmal von den Plätzen erhebt. Ereignisreiches Jahr zu Ende. Ob bei den Bezirksveranstaltungen oder beim Stadtverband, wart ihr immer mit viel Freude dabei. Das habe ich selber erleben dürfen. Die Veranstaltungen in unserem schönen Walddorf lagen euch aber ganz besonders am Herzen. Und da wart ihr auch immer meist sehr lange vertreten. Ihr habt unsere Bruderschaft in 2015, 2016 immer sehr herzlich und würdig vertreten. Hierfür sage ich euch vielen, vielen Dank. Dabei wurdet ihr hervorragend durch die Frauen und Männer eures Königszuges, dem Jägerzug Weißer Enzian, unterstützt, dem ich hiermit meinen ganzen Dank ausspreche und kann nur sagen, Jungs und Damen, ihr habt das super gemacht. Prima. Lieber Frank, du hast als echter Straberger Jung dieses Jahr mit Überzeugung gelebt
und das Amt des Schützenkönigs sehr genossen und ausgelebt. Das war toll mitzuerleben. Auf meine Frage, mir spontan drei Dinge zu nennen, die für dich besonders waren, sagtest du, der Zuspruch der Jugend, als der Vogel im vergangenen Jahr gefallen war. Als zweites, die Huldigung Dienstagabend durch die Ehrenmitglieder des FC Strahberg, angeführt von Toni May. Und was dir heute auch wieder und die vergangenen Tage Gänsehaut gemacht hat, fing Gottestracht an. Der Gang vorbei an den Schützen und Zuschauern zum Paradeplatz. Das gab bei dir jedes Mal ein bisschen Tränen in den Augen. Das war für dich super. All diese Dinge haben wir alle mit dir erleben dürfen und das war schön. Lieber Frank, du warst im letzten Jahr mit deiner offenen und ehrlichen Art eine Bereicherung auf unseren Vorstandssitzungen. Da kann ich ein Lied von singen. Nee. Du hast es geschafft, mich zweimal sprachlos zu kriegen. Das steht aber ja nicht hier im Zettel. Ich bin mir sicher, lieber Frank, dass dein Einsatz für unsere Dorfgemeinschaft weitergehen wird. Du wirst das Zepter in deinem Zug wieder übernehmen, wenn du es überhaupt abgegeben hattest. Du wirst dich wieder mit Leidenschaft um den FC Strahberg, um unsere Dorfjugend und um deinen Fanclub, die FC-Freunde, kümmern. Das weiß ich jetzt schon. Lieber Frank, du bist und bleibst halt unser Frankinator. Ich kann sagen, dass du deine Sache als Königin mit Bravour gemacht hast. Du warst immer eine strahlende und adrette Königin. Da können wir ruhig klatschen. Es war auch immer für uns schön zu erleben, wie du dich gefreut hast. Bei allen Veranstaltungen, wo wir zusammen waren. Es war immer toll. Auf die Frage, mir spontan drei Dinge zu nennen, sagtest du, als im letzten Jahr der Vogel von der Stange fiel, zu sehen, wie Frank sich gefreut hat. Und gibt es ein größeres Kompliment für einen Ehemann? Besonders gefallen haben dir auch die Autofahrten bei den Umzügen durch Strahberg. Dann hat man so das ein oder andere erleben dürfen. Du warst und bist beeindruckt von den Sympathien, die euch das ganze Jahr begleitet haben. Und die habt ihr auch verdient gehabt. Es war schön. Liebe Silvia, du kannst dich jetzt wieder voll und ganz deinen Hobbys widmen. Dem geliebten Garten, das Kochen mit den Filetspitzen und den Karneval mit den blauen Schlümpfen. Bleib so, wie du bist. Immer die strahlende Königin für deinen Frank. Dir sage ich jetzt auch nochmal recht herzlichen Dank für deinen Einsatz als Königin für unsere Bruderschaft. Das hast du wirklich toll gemacht. Lieber Frank, liebe Silvia, ihr wart ein sehr angenehmes und pflegeleichtes Königspaar. Und für eure gemeinsame Zukunft wünsche ich euch alles Gute und vor allen Dingen viel Gesundheit.
Nochmals vielen Dank. Schützenkönig 2015-2016, Frank Neuen, das Wort erteilen. Jetzt kann ich mich, glaube ich, erstmal hinsetzen. Ich habe ein bisschen kleiner geschrieben als der Uli. Ich habe aber eine Lesebrille an. Sehr geehrter Herr Brudermeister, liebe Schützenbrüder, liebe Schützenschwestern. Es ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Und es ist die Zeit gekommen, sich zu bedanken. Dies werden wir heute mit einer gewissen Wehmut tun, aber noch viel mehr rückblickend auf das vergangene Jahr mit unbeschreiblicher Freude. Sollte ich mich im Laufe meines Vortrags meiner Heimatsprache zu bedienen, dann hoffe ich, dass Sie das trotzdem alle verstehen. Apropos Heimat, was ist oder sollte unsere Heimat sein? Heimat sollte für alle Einwohner in Strabeck, alle Einwohner in Strabeck, nur eins bedeuten: wir. Wir sollten alles dafür tun, dass Strabeck so bleibt, wie es ist. Aber wie ist Strabeck? Strabeck ist ehrlich. Strabeck strotzt vor Selbstvertrauen. Strabeck ist eigenständig, derb, lustig, schräg, vereinsliebend, manchmal unberechenbar, aber trotzdem immer, immer für alle da. Und genau in diesem Strabeck durften wir ein Jahr König und Königin sein. Ein unbeschreibliches Jahr, welches wir nie vergessen werden. Die vielen Gratulanten nach dem Königsschuss, Hammer. Die große Mitfreude, vor allen Dingen der jungen Schützen, geil. Der Moment, an dem wir zum ersten Mal am Regiment die Front abgenommen haben, Gänsehaut. Die Krönung und die anschließende Huldigung, unbeschreiblich. Die vielen Freunde und Clubs, die zur Bühne aufmarschiert sind, um uns zu gratulieren, Wahnsinn. Der Moment, wo wir zum ersten Mal alleine durch die applaudierenden Zuschauer über den Paradeplatz marschiert sind, wieder Gänsehaut. Um dies alles erleben zu dürfen, bedarf es enormer Vorbereitungen durch den Vorstand. Stellvertretend für den gesamten Vorstand dürfen wir uns bei drei Personen persönlich bedanken. Wo ist der Kindchen? Komm du uns ruhig.
Das war jetzt Heimatsprache. Da ist an erster Stelle Ralf Kintschen zu erwähnen. Ralf Kintschen. Ja, da kann man jetzt schon applaudieren. Ralf Kintschen hat sich selber zum persönlichen Königsbadbetreuer ernannt. Vor jedem Termin, ob es Vorstandsversammlungen waren, Termine waren auswärts, er kam immer vorher eine WhatsApp. Bin in 10 Minuten bei euch, kommt dich um 18.40 Uhr abholen, nehmt euch um 14 Uhr mit dem Auto mit und so weiter und so weiter. Hatte natürlich den Vorteil, er wohnte ein bisschen mehr Richtung Sportplatz als ich, der musste ja sowieso an mir vorbei. Aber Ralf Kintschen hat mir persönlich das wiedergegeben, was ich versucht habe, an unsere Jugend weiterzugeben. Und es sieht so aus, als wäre es mir gelungen. Und dafür möchte ich dem Ralf persönlich nochmal mitteilen. Des Weiteren dürfen wir uns bei Oberst Bernd May und seiner Simone bedanken, die uns, du kannst jetzt nicht hochkommen, du musst ja noch gestanden, wie wir sind, war wieder Heimatsprache, die uns zu allen Auswärtsterminen begleitet haben und uns mit manch gutem persönlichen Rat zur Seite gestanden haben. Dafür möchte ich mich im Namen meiner Königin und auch in meinem Namen nochmal recht herzlich bedanken. Das war eine sehr tolle Unterstützung. Großer Dank gilt aber vor allen Dingen Christiane und Uli Baumer. Danke, Christiane, dass sie unseren Brudermeister so unterstützt, dass dieser seine Aufgaben voll und ganz erledigen kann. Christiane, herzlichen Dank dafür und vielen Dank für die persönliche Beratung auch in eurem Kreis. Auch ein Applaus vielleicht für die Frau. Der Brudermeister. Du brauchst dich nicht verstecken. Du, lieber Uli, warst für uns das, was du bist, nämlich der Brudermeister. Du warst wie ein Bruder für uns und du bist ein Meister deiner ehrenamtlichen Tätigkeit. Es hat uns sehr viel Spaß bereitet, mit dir dieses Königsjahr erleben zu dürfen. Meine Damen und Herren, ein Riesenapplaus für den Vorsitzenden. Ihnen allen kann ich nur eins sagen, der Typ ist eine Granate. Und wir sollten alles tun, dass der Uli mit einem vernünftigen Vorstand noch lange unser Brudermeister sein kann. Da sollte man für kämpfen. Dank gilt natürlich auch unserem Königszug Weißer Enzian mit seinen Damen. Ihr habt uns das ganze Jahr hervorragend unterstützt und wir haben manch schöne und gesellige Stunde zusammen erlebt und natürlich auch viel gelacht. Wir möchten uns vor allen Dingen bei denjenigen bedanken, die uns begleitet haben, die Rosen gedreht haben, die Residenz von innen und außen gestaltet haben, die Bühne geschmückt haben und so weiter und so weiter. Und dann noch diese Wahnsinnssumme bei der Feuerwerkssammlung, wo ihr euch richtig auf Deutsch gesagt habt, den Arsch aufgerissen. Das war der Hammer. Und ich möchte mich recht herzlich bei euch allen für die tolle Unterstützung bedanken. Wir werden euch das nie vergessen. Drei Zugkameraden möchte ich mich besonders bedanken. Da wäre zum Beispiel Hermann Hahn, der nicht Bob der Baumeister genannt werden möchte, aber der Baumeister unserer Residenz war. Hermann, ohne deine Materialien und deinen persönlichen Einsatz hätten wir die Residenz sicherlich nicht hinbekommen.
Dafür recht herzlichen Dank. Und da wären noch unsere, meine Adjutanten Josef Kollenbruch und Gottfried Dörbeck mit ihren Frauen Bettina und Annegret. Ihr habt mit organisiert, ihr habt uns gefahren, uns beraten, die Finanzen geregelt, Hunderte, vielleicht auch Tausende von Fotos gemacht, die Königin angekleidet, ausgekleidet hat jemand anders, Bilder für die Residenz erworfen und so weiter und so weiter. Kurz gesagt, ihr wart ein Jahr lang immer für uns da. Und wir zusammen waren echt ein super Team. Dafür möchte ich mich nochmal recht herzlich bedanken. Nun zu dir, meine schöne Königin. Stimmt doch. Als ich damals 1993 von dir geheiratet worden bin, habe ich dir gesagt, dass du damit rechnen müsstest, dass ich vielleicht einmal Schützenkönig werden will. Dieser Traum ist wahr geworden und gleich in einigen Minuten zu Ende. Auch wenn es hier und da mal hektisch war, hast du deine Aufgaben immer hervorragend gemeistert. Dir hat vor allen Dingen das Feiern mit den Strabergern gefallen. Du hattest Gänsehaut bei der ersten Abnahme der Front und du hast dich sehr über die Menschen gefreut, die sich für uns gefreut haben. Und ich habe mich gefreut, dass auch du so viel Spaß hattest, weil du immer so toll ausgesehen hast. Also eigentlich wie immer nur anders. Wir beide werden das vergangene Jahr wohl nie vergessen. Dank gilt aber auch unseren Kindern und unseren Müttern, die uns in allen Belangen unterstützt und auch beraten haben. Und Dank gilt auch mit dem Schwiegerpap Paul und mit dem Pap, dass die Petrus gewarnt haben, dass es richtig Ärger gibt, wenn es nur einmal rennt, wenn die zwei König oder Königin sind. Das hätte gewirkt. Dem neuen Königspaar Jörg, König Jörg Grips und seiner Vera wünschen wir alles erdenklich Gute für das kommende Jahr. Viel Glück, gutes Wetter, damit ihr es so richtig krachen lassen könnt. Genießt es. Und jetzt zum Schluss zum Motto vom King Frankinator Frank. Ich bin es mir wert, dass es mir gut geht. Darum erlaube ich mir alles, was mir gut tut. Mit diesem Satz möchte ich mich zum Ende hin noch an die jüngeren Schützenbrüder unter euch wenden. Und wenn es euch jetzt und später hier in unserer Gemeinschaft gut geht, dann vergesst nicht den Sinn unserer Bruderschaft. Behandelt die Verantwortlichen mit Respekt, aber vergesst trotzdem nicht, euch einzubringen. Und feiert, solange ihr könnt. Feiert, wie eben nur Straberger miteinander feiern können. Und wenn ihr dann mal eine Pause einlegt, dann schaut euch im Saal um. Dann werdet ihr die Alten sehen, die ihr nicht vergessen solltet und die viel dafür getan haben, dass wir hier eine Gemeinschaft sind. Und dann solltet ihr mit ihnen zusammen feiern. Sie haben es verdient. Liebe Schützenbrüder, liebe Schützenschwestern, es war uns eine Ehre,
dass wir das Königspaar der Sankt Hubertus Schützenbruderschaft Strahberg sein durften. Und wir wünschen euch noch alles Gute und bleibt alle gesund. Danke für die Aufmerksamkeit. Sprachlos gemacht. Lieber Frank, recht herzlichen Dank für diese eindringlichen, netten und lieben Worte. Ich hoffe, der ein oder andere hat richtig zugehört. Das war sehr gut, was du gesagt hast. Liebe Festgäste, liebe Schützenbrüder, und nun kommen wir endlich zu unserem neuen Königspaar. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um gerade mal 2 Stunden. Nach einem sehr spannenden Wettkampf gestern sicherte sich die Königswürde mit dem 50. Schuss der Schützenbruder Jörg Krips vom Artilleriekorps. Recht herzliche Gratulation nochmal dazu. Zur Seite steht seine liebe Lebensgefährtin Vera Menkes. Auch dir gratuliere ich zu diesem Lebensgefährten. Und lieber Jörg, ich weiß jetzt schon, nach 2 Gesprächen mit ihr, sie wird dich in allen Belangen richtig unterstützen. Das hat sie schon zugesagt. An dieser Stelle möchte ich mich bei den anderen Mitstreitern, Michael Brandt vom Immerjung, Michael Deris vom Tamoko Victoria und Markus Heinde vom Grenadierzug Kirmesfreunde für diesen Wettkampf bedanken. Und ich muss euch sagen, es kann leider nur einen geben. Und Markus, du guckst mir wieder an, da bin ich drin gekommen. Mit dem belegt, Junge. Lieber Jörg, mit dem gestrigen Königsschuss hast du dir einen Kindheitstraum erfüllt. Und ich glaube, deine Eltern, Elfriede und Hans-Josef, die leider viel zu früh verstorben sind, wären jetzt sehr stolz auf dich. Papa wollte eigentlich auch immer König werden, ich weiß das. Jörg, du erfüllst da einen Traum in deiner Familie, das weiß ich.
Du wirst nun heute Abend zum Schützenkönig der St. Hubertus Schützenbruderschaft Straberg gekrönt und wirst ein Jahr mit deiner Königin Vera unsere Bruderschaft im kommenden Jubiläumsjahr begleiten und repräsentieren. Darauf freue ich mich jetzt schon. An dieser Stelle möchte ich die Kinder der Königin Jennifer und Dustin recht herzlich hier begrüßen. Sowie dem Bruder des Königs Daniel Grips mit seiner Frau Gehe und dem Bruder der Königin Hinrich Wortmann mit Lebensgefährtin Iris. Recht herzlich willkommen. Des Weiteren darf ich auf der Bühne heute Abend hier den stattlichen Hofstaat von Jörg und Vera begrüßen. Besonders dabei den Jägerzug Immer Treu, das war der Zug vom Papa, und den Jägerzug Germania, alte Weggefährten von Jörg. Herzlich willkommen zu seiner Krönung oder zu ihrer Krönung. Hiermit begrüße ich jetzt, heute Nachmittag habe ich es noch nicht gemacht, den kommenden und neuen Königssohn, die Adlerie mit ihren Damen. Und ich bin mir sicher, ihr werdet den Jörg und die Vera tüchtig unterstützen. Recht herzlich willkommen. Lieber Jörg, du bist als echter Straberger seit Kindesbeinen Mitglied in unserer Bruderschaft. Du warst 1994 schon mal ein Prinz unserer Bruderschaft und man kennt dich als engagiertes Mitglied in der Adlerie und du organisierst die ein oder andere Rentnerfahrt zu deinem Stützpunkt und Umgebung. Dafür schon mal schönen Dank. Leider bringt es dein Beruf schon mal mit sich, dass du an dem einen oder anderen Fest nicht mitfeiern konntest. Du bist nämlich Berufssoldat und zurzeit Spieß in der Kaserne in Nörvenich stationiert. Aber eins hast du noch nie verpasst. Unser Hubertusfest, unser Patronatsfest. Die hast du alle mitmachen können. Da sieht man dran, dass dir Traditionen wichtig sind und dass du heimatverbunden bist. Denn du wohnst seit 1994 nicht mehr in Straberg. Du wohnst ein bisschen in Richtung Köln. Ich sag jetzt nicht, dass das Hänger pullen muss. Deine Freizeit verbringst du seit neuestem mit Motorradfahren. Ihr habt zusammen den Führerschein gemacht und teilt diese große Leidenschaft. Finde ich toll. Musik hören und lesen hast du ab und zu mal Zeit für. Aber du warst einmal ein Torwart beim FC Straberg und hast die Torwartlegende Josef Kollenbruch von seinem Stammplatz vertrieben. Und du bist auch Fußballfan. Von der Fortuna aus der verbotenen Stadt. Also mir so sympathisch. Lieber Jörg, ich bin sicher, dass du ein würdiger König für unser Jubiläumsjahr sein wirst. Da bin ich jetzt schon von überzeugt. Liebe Vera, und nun zu dir. Du kommst gebürtig gar nicht hier aus der Gegend. Du kommst in der Nähe aus Hamburg. Ist das richtig? Ja. Aus Hamburg direkt.
tut auch nicht weh. Aber du bist erst vor 3 Jahren mit der unbekannten Parallelwelt Schützenfestfeier aufgetaucht oder eingetaucht. Das war für dich ein neues Erlebnis. Und jetzt wirst du Schützenkönigin. Das ist eine Karriere, das schaffen die englischen Königshäuser nie. Und ich glaube jetzt schon sagen zu dürfen, dass du deine Aufgaben für unsere Bruderschaft meistern wirst. Da du ein Mensch bist, der gerne tanzt und gerne feiert, da bist du hier bei uns genau richtig. Dann wird dir das auch nicht schwerfallen. Eben schon erwähnt, genau wie Jörg, teilst du die Leidenschaft Motorradfahren. Ansonsten hast du es lieber etwas legerer. Das finde ich gut. Da jede zwar nicht schneller, aber macht mehr Spaß. Lieber Jörg, liebe Vera, ich wünsche euch ein schönes und ereignisreiches Königjahr. Lieber Frank, dich darf ich jetzt bitten, Königskette und Zepter haben wir schon an Hermann zurückzugeben. Jetzt hiermit zum Schützenkönig Jörg den Ersten für das Jahr 2016-2017 der St. Hubertus Schützenbruderschaft Straberg und darf dir nun die Kette überreichen. Liebe Silvia, ich darf dich jetzt bitten, unserer neuen Königin das Diadem zu überreichen.
ist es schön, dass ihr wieder alle so schnell wart. Aber ich möchte es ja gerne offiziell machen. Liebe Vera, dich ernenne ich hiermit ganz offiziell zur Schützenkönigin 2016-2017 der St. Hubertus Schützenbruderschaft. So, wo ist er? Ein Sturm zieht auf. Ich darf. Nach Johannes, nach Hoch-Johannes, kommt jetzt Sturms Hans. Wenn du jetzt tief gesät hättest, hör ich gleich schon die. Verehrte Majestätin, lieber Freund Johannes, lieber Bürgermeister Baumer, liebe Schützen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Straberger, nun ist schon wieder ein wunderbares Schützen- und Heimatfest zu Ende. In früheren Jahren sagte man zum Beispiel beim Tode einer Majestät, es lebe, der König ist tot, es lebe der König. Das trifft natürlich hier in Straberg nur sinngemäß zu. Vier Bewerber, in welchen anderen Städten und Gemeinden wäre man froh, man braucht nur zur Großstadt Neuss zu gucken, wenn die auch mal vier Bewerber hatten, haben. Sie hatten nämlich bloß eine in diesem Jahr. Und ich habe ja schon bereits am Sonntag gesagt, große Ereignisse, wie zum Beispiel im nächsten Jahr euer 150-jähriges Bestehen, werfen ihre Schatten voraus. Und auch da bin ich mir heute schon sicher, dass ihr genau da wieder zeigt, was in euch steckt. Ihr habt ein unerhörtes Bewusstsein für euren Ort Straberg. Und ich fordere euch, lasst das nie fallen! Ich persönlich bin gespannt und freue mich darauf. In diesem Sinne sage ich es zu warm, jetzt gar nicht so lange. Im Namen von Rat und Verwaltung jetzt schon mal erstmal für das jetzt zu Ende gehende Schützenfest alles herzlichen Dank. Und wir hegen große Erwartungen an das Kommende. Sie, Majestät, werden immer, egal wie alt Sie werden, immer wissen, wir waren Schützenkönig, als die St. Hubertus Schützenbruderschaft ihr 150-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Das werden Sie ja nie vergessen. Und ich sage mit einem etwas abgeanderten Vers, und weil es schön wie immer war, ich komme sicher wieder im nächsten Jahr. Dankeschön. Ich denke, unsere Königspaare haben jetzt genug geschwitzt und ich glaube, ein Ehrentrunk wäre fällig. Ich darf um ein kleines Liedchen unserer Hauskapelle, die ich auch hiermit begrüße. Liebe Popcorn, schön, dass ihr wieder da seid. Können uns nachher wieder gut einheizen. Aber jetzt erstmal ein Ehrentrunk für das alte und für das neue Königspaar. Liebe Gäste, ich darf euch nochmal bitten, sich von den Plätzen zu erheben. Zum Abschluss werden wir noch einmal die Nationalhymne spielen.